Heute aus aktuellem Anlass geht es um die Bilder drehen. Zuerst schaue ich mal an, was ich habe. Das heißt, was haben wir dir geliefert? In dem Fall habe ich eine Menge Ebenen. Schatten, Hintergrund, aber die Bilder sind nicht freigestellt. Das heißt, es nutzt mir eigentlich nichts, was die mir liefern. Das heißt, ich rechne mal alle Ebenen zusammen, damit ich da nicht irrtümlich eine vergesse. Dann hole ich mal das erste Bild. Brauche ich das Bild und den Schatten und ein bisschen einen Rand. Das heißt, ich nehme mir das schnell. Auswahltool und versuche mal das auszuwählen. Und zwar so, dass ich das Bild und den Schatten habe. Das heißt, Holzrahmen auf jeden Fall, Schatten auf jeden Fall, dass hier auch nichts abgeschnitten ist. Wenn zu viel ist, einfach auf die Alt-Taste drücken und wegnehmen. So, das ist jetzt nicht perfekt, aber man könnte das noch genauer machen, ist aber nicht unbedingt notwendig. So, da gehört noch was dazu. Gut, das ist alles drauf. Jetzt gehe ich in Select Modify Expand. Das heißt, die Auswahl soll ja ein bisschen größer sein, damit ich auch nichts abschneide. Das waren jetzt 3 Pixel, so dass ich wirklich alles drauf habe und ein bisschen ein gelbes Fleisch. Gut, das scheint in Ordnung zu sein. Jetzt mache ich Copy and Paste. Jetzt habe ich eine neue Ebene. Ist das sehr schön mit ein bisschen einem gelben Rand. Da hat er was Unnötiges freigestellt. Das kann ich gleich löschen. Einfach auswählen und entfernen. Kann ich gleich schauen, ob das noch woanders aufgetreten ist. Nein. So. Gut, dann Bild 1 benennen und mit dem Verschiebewerkzeug kann ich das jetzt verschieben oder mit Edit Transform kann ich es skalieren und so weiter. Problem ist nur, dahinter ist ja das Foto, das alte Bild. Das heißt, ich muss jetzt zumindest am Rand das alte Bild wegretuschieren. Dazu gehe ich auf den Hintergrund, am besten auf ein Duplikat, dass ich mich vertue. Dann wähle ich am Rand einen Bereich aus, etwas größer. Copy and Paste. Den schiebe ich hinein. Soweit, dass kein Blitz entsteht. Fertig. Das mache ich auf alle 4 Seiten. Rechnet das in die Ebene hinein. Das geht normalerweise relativ gut, weil die Struktur erhalten bleibt und die Farbe ja identisch ist. Auch der Verlauf ist identisch. Das heißt, ich habe da keine Stempel-Klicker vom Ausstempeln. Und keine unscharfen ohne Struktur Felder, sondern da ist wirklich alles drinnen. Auch jeder Fehler natürlich wird hinüber kopiert. Das heißt, die Flächen sollten vorher retuschiert sein, die ich da kopiere, weil sonst sieht man das. So. Und hier sagen wir mal, falls es einmal nicht geht mit dem Verschieben, gibt es nur einen Trick. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Den machen wir jetzt oben. So, mit Staum. Haben wir entstehen Kanten.
Sagen wir mal, hier oben wird wahrscheinlich eine Kante entstehen. Das heißt, ich mache es normal. Copy and Paste und dann Command T. Und in dem Fall verzerre ich die Fläche. Dann fallen die Kanten weg, die entstehen würden. Allerdings wird auch die Struktur ein bisschen unschärfer. So habe ich aber auch Kanten, das heißt, es ist mehr oder weniger wurscht. Die müsste ich jetzt wegstempeln oder wegradieren. So, dann kommt schon das Bild durch. Müsste man dann. Ja, das war jetzt nicht so günstig. Gut. In diesem Fall würde ich das trotzdem normal machen. Schauen wir mal. Und ein bisschen weiter rausgehen. Copy and Paste. Das geht so nicht. Das heißt, da müssen wir wirklich verzehren. Command T runterziehen. Ja. Es entstehen ja ganz leichte dunkle Ecken, dadurch, dass ja die Farbe oben dunkel ist, also unten. Die müsste ich dann nachher ein bisschen wegstempeln, beziehungsweise wenn ich das Bild drüber lege, werden die wahrscheinlich gar nicht sichtbar sein. Ups, das war falsch. Runter. Zack, reinrechnen. Wenn ich jetzt das Bild drüber lege, ist der wegretuschierte Hintergrund viel kleiner und jetzt kann ich am Bild arbeiten. Das heißt, ich nehme mir ein Duplikat. Ich mache mir Hilfslinien, die habe ich da schon eingerichtet. Halbwegs gerade wird. Ich sage Transform, Rotate. Jetzt schauen wir das einmal an. In dem Fall darf man es nicht übertreiben. 1,5 Grad schaut natürlich aus. Lieber ein bisschen zu wenig als zu viel korrigieren. Und bin eigentlich fertig. Das heißt, vorher. Nachher. Und ich kann das Bild in einen gewissen Bereich verschieben. Falls ich es mehr verschieben will, muss ich halt hinten komplett zuretuschieren. Beim nächsten Bild ist es ähnlich, nur muss ich hier das K rekonstruieren. Das ist aber relativ einfach. Ich nehme einfach von oben den blauen Teil, spiegel ihn hinunter und habe unten den Fuß und retuschiere halt von freigestellten Bild die blaue Kante ein bisschen weg. Dann habe ich dasselbe. Das war's.